Klasse 1 Spüler ist der Spülkasten, Klasse 2 Spüler ist die Druckspülung. Die Gemeinsamkeit von beiden Spülsystemen ist, dass das Wasser die Einlage, das Spülgut, hinforttransportiert. Was beispielsweise im Gegensatz zu den Spülsystemen in den USA steht, hier, also wenn ihr schon mal in den USA gewesen seid, als ich das erste Mal da war, dachte ich, ich habe das Klo kaputt gemacht, weil man macht den Deckel auf und das Wasser ist sofort oben hingefüllt. Und das ist das Spülsystem in den USA, dass da die Einlage in das Wasser hineinfällt und alles zusammen abgesaugt wird. So. Was passiert hier physikalisch besprochen beim Spülkasten? Die Spülwasserbeschleunigung durch Gravitation. Beim Druckspüler hängt das sehr vom Wasserleitungsdruck ab. Das hat jetzt auch wieder seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil vom Spülkasten natürlich ist Wasserdruck unabhängig. Das heißt, wenn jemand im Dschungel seid und ihr wollt ein Klo bauen, dann nehmt ihr einfach Kastenhänkel über euren Kopf und ihr habt eine wunderbare Spülung. Nachteil hingegen die Einsatzbereitschaft. Also ihr kennt das bestimmt auch, ihr spült, guckt nochmal ins Klo rein und denkt euch, Mist. Da liegt noch was drin. Und dann muss man warten. Und irgendwann nochmal spielen. Also beim Druckspüler, da kann man die ganze Zeit draufdrücken und das Wasser strömt und strömt und strömt und strömt. Hier hat man allerdings das Gefühl, dass einem die Ohren dann irgendwann abfallen. Das ist auch ein wenig peinlich dann. Nun, kommen wir nochmal zu Dino zurück. Was wird hier geprüft? Es wird geprüft die Flächenspülung, Toilettenpapierspülung, Kunststoffkugelspülung. Also man merkt, das ist nah an der Realität. Dann Belastbarkeit und Nachlauf. Und ich möchte exemplarisch hier jetzt zwei Begriffe herausnehmen und erklären, was passiert bei der Toilettenpapierspülung laut DINOR. Laut DINOR werden einzelne lose geknüllte Einlagen in Klopapierblätter mit definierter Saug, also es gibt tatsächlich so eine Firma, die stellt nur diese Blätter her, innerhalb von 14 bis 18 Sekunden eingeworfen. Nach dem Spülen müssen mindestens 80% der Blätter herausgespült sein. Okay. Weiterhin möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Belastbarkeit wenden. Dieses physikalische Wirrwarr sah im Prinzip aus, man kann bis zu 400 Kilo wiegen und noch eine Stunde auf dem Klo sitzen, bevor es zusammenbricht. Zum Laser. Also ich erkläre noch mal ganz, ist ja Grundschulwissen, auch für alle, die es jetzt vergessen haben, was passiert beim Laser. Wir haben eine Energiepumpe, die in einem aktiven Medium Besetzungsinversion erzeugt, sodass durch stimulierte Emission die Photonen verstärkt werden und schlussendlich durch den Spiegel ausgekoppelt werden. So, bei der Toilette ist das nun im Prinzip genau das Gleiche. Also, wir haben eine Energiepumpe, die man quasi mit dem Wasserzufluss gleichsetzen kann. Was macht er? Also immer im Hinterkopf behalten, wir reden von einem Spülkasten. Was macht der Wasserzufluss? Er füllt einen Spülkasten. Man kann also sagen, der Spülkasten ist das aktive Medium der Toilette. So, sobald wir im Spülkasten Besetzungsinversion haben, das heißt mehr Wasser als Luft, können wir das Wasser auf Knopfdruck auskoppeln. Hier als Emission dargestellt. Gut, und schlussendlich spiegelt es auch in jedem Bad. Okay, also das hydrodynamische Modell, was wir uns jetzt, also jetzt steigen wir wirklich hardcore in die Physik ein, was wir uns jetzt fragen wollen, ist, mit welcher Geschwindigkeit gelangt das Spülwasser in das WC-Becken? Dazu folgende Skizze. So, was man jetzt also hier sieht, ist exemplarisch dargestellt ein Klasse 1. Spüler. Gut, was fehlt? Ganz klar, das Wasser. So, dann haben wir das Wasser. Und was fehlt noch? Was zum Wegspülen. Da. Als kugelsymmetrisches Objekt dargestellte Farbe natürlich nur rein zufällig gewählt. Also, damit wir jetzt wissen, über was wir reden, noch ein paar Zeichnungen. So, relativ eindeutig eigentlich, also ich erkläre es mal kurz. Wir haben H0. H0 ist die Höhe des Spülkastens und auch die initiale Wasserfüllhöhe. Dann drückt man auf den Knopf, man spült, der Wasserspiegel sinkt natürlich. Das ist die Höhe H1. Also Höhe H1 ist zeitabhängig. Gut, der Spülkasten hat noch die Grundfläche A0 und unten dran ist so ein Rohr, was die Querschnittsfläche A1 hat. Okay, das Wasser sinkt ja im Spülkasten, das ist die Geschwindigkeit V0. So, was passiert?
im Wasser, nun das fällt durch dieses Rohr durch mit der Geschwindigkeit V1. Dann geht es da unten um diese Kurve rum und kommt mit der Geschwindigkeit V2 in das Spülbecken rein, in das WC-Becken. Und was wir also wissen wollen, ist, wie groß ist die Geschwindigkeit V2? Achso, jetzt habe ich einen Witz vermasselt, egal. machen wir einfach weiter. Also machen wir die Zeichnung wieder weg und gehen wieder zurück. Aber man soll nie die Toilette verlassen, ohne vorher zu spülen. Also spülen wir nochmal schnell. Wunderbar. Gut. Also, wir wollen ja die Geschwindigkeit am Schluss wissen, mit der das Wasser in das Spülbecken geht. Hier ist jetzt aber das Problem, dass die Ausflussgeschwindigkeit ändert sich natürlich mit der Wasserspiegelhöhe, weil je mehr Wasser im Spülkasten ist, desto größer ist der Druck, desto schneller kommt also unten das Wasser raus. Aber die Wasserspiegelhöhe ist ja wiederum von der Ausflussgeschwindigkeit abhängig. Je mehr unten rausfließt, desto schneller sinkt die Wasserspiegelhöhe. Das ist also so ganz schnell verwurscht ineinander. Aber wir haben ja Glück, wir sind ja Physiker, oder es gibt ja Physiker. Was macht ein Physiker, wenn etwas total verwurscht ist? Er stellt eine Differentialgleichung auf. So, da haben wir jetzt die Differentialgleichung. Also ich bin bei euch, wir machen das zusammen, gar kein Problem. H1, das war die Höhe des Wasserstandes, wenn es abfließt. Das sinkt ja, also H1 verändert sich. Deswegen ist dieser Punkt da oben drüber. Der Punkt heißt, diese Größe verändert sich. Das ist gleich V, das Volumen, das Wasservolumen, was noch im Spülkasten ist. Das verändert sich natürlich auch. Also irgendwann ist kein Wasser mehr da, dann wäre das V gleich 0. Und noch geteilt durch A0, die Grundfläche des Spülkastens. Wie kommt man auf die Formel? Naja, ganz klar, Volumen ist ja gleich Fläche mal Höhe. Also V ist gleich A mal A, einfach nach H aufgelöst. Jetzt kann man sich ein bisschen ausrechnen, dass das Spülwasservolumen gleich V1 mal A1 ist. Also die Geschwindigkeit, mit der es sinkt, mal die Querschnittsfläche, aus der es unten rauskommt. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, was ist V1? Also, was ist diese Geschwindigkeit? Da fragen wir wieder die Physik. Genauer gesagt die Hydrodynamik. Und die Hydrodynamik sagt uns, hey, benutzt doch einfach die Bernoulli-Gleichung. So, die Bernoulli-Gleichung ist quasi der Energiesatz der Hydrodynamik. Man kann einen kinetischen Term erkennen, einen potenziellen Term, einen Nullpunktsterm, das ist immer konstant. Wenn man dann noch weiß, dass die Geschwindigkeit, die Freifallgeschwindigkeit gleich die Wurzel aus 2g mal der Höhe ist, dann kann man sich schlussendlich nach viel rumgerechnet, also ich habe gerade nochmal hier auf meinen Unterlagen nachgeschaut, das dauert schon ein bisschen, bis man darauf kommt, folgendes Ergebnis erhalten. Was man hier jetzt sieht, ist die Geschwindigkeit, mit der das Wasser unten in das WC-Becken fällt. Ist abhängig von der initialen Füllhöhe, von der Höhe des kleinen Wasserrohrs, was dazwischen drin ist, minus ein zeitabhängiger Term. So, was kann man damit jetzt machen? Man kann sich zum Beispiel ausrechnen, wie hoch muss der Spülkasten hängen, damit das Wasser, wenn es unten rauskommt, gerade die Schallmauer durchbricht. Die Höhe wäre übrigens ungefähr 6 Kilometer. Aber wir gehen mal von ein bisschen realistischen Annahmen aus. Hier ein 9 Liter Spülkasten mit folgenden Werten und dann kommt man zu folgendem Ergebnis. So. Was sieht man jetzt hier? Also man kann einmal erkennen unten die Zeit des Spülvorgangs. 0 bis 6 Sekunden, dann ist alles vorbei. Mit der schwarzen Linie sieht man jetzt die Geschwindigkeit des Spülwassers. Also die Geschwindigkeit, mit der es unten rauskommt, das, was wir hier ausrechnen wollen. Und man kann erkennen, gut, am Anfang, ganz klar, die Geschwindigkeit ist ziemlich hoch, weil das Wasser natürlich ordentlich da rausströmt. Nach 6 Sekunden ist kein Wasser mehr da, das heißt, die Geschwindigkeit ist 0. Gut. Viel interessanter ist aber die Kraft, mit der das Wasser, auf was auch immer das sein mag, auftrifft, ist sogar in der Energienorm definiert, die sogenannte Prallkraft. Also mit der das Wasser auf das Spülgut prallt. Und hier kann man erkennen, sie nimmt ungefähr zur zweiten Potenz ab mit der Zeit. Und jetzt sagt die Energienorm, ein Spülvorgang muss mindestens eine Prallkraft von 6,5 Newton haben. Gut, liest man ja ab, 6,5 Newton ist bis zu 2 Sekunden, von 0 bis 2 Sekunden ist man also im DIN-Normbereich, ab 2 Sekunden verlässt man den DIN-Bereich. Jetzt könnt ihr also, wenn ihr auf dem Klo seid und ihr habt einen 9 Liter Spülkasten und ihr spült und alles ist nach 2 Sekunden weg, dann könnt ihr sagen, jawohl, heute habe ich mal wieder einen DIN-konformen Toilettengang ausverhältnis. Und
Dieser Satz hat übrigens weniger als 140 Zeichen, das könnt ihr also direkt noch twittern. Und das ist auch das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte. Also wenn ihr, ich war hier noch nicht auf dem Klo, ihr könnt mal schauen, ob es Klasse 1 oder Klasse 2 Spielung ist und dann mal die Zeit stoppen, wie lange ihr braucht. Aber zum Schluss des Vortrags und des heutigen Abends möchte ich noch einen Ausblick auf die Toilette der Zukunft geben. Also die Toilette der Zukunft, der Herkunftsort ist ganz klar. In Japan. Dort gibt es hochentwickelte Toilettentypen mit vielfältigen Funktionen. Die Steuereinheit, man kann hier ein Bild sehen, da gibt es mehr als nur Spülen, ja, nein, da kann man richtig was mit anfangen. Die Funktionalität dieser Spülsysteme umfasst beispielsweise einen automatischen Deckelöffner. Wenn man das mit einer Lichtschranke kombiniert und das Klo geht immer auf, wenn man angerannt kommt, ist eine ziemlich praktische Sache. Jetzt für die Wintermonate sehr zu empfehlen, ist eine Sitzheizung und für die etwas längeren Sitzungen sicher auch ganz angenehm eine Massage. Wobei ich eigentlich nicht wissen will, was da jetzt passieren wird. Wenn es da mal unangenehm riechen sollte, ist der sensorgesteuerte Durierer wunderbar, um wieder ein angenehmes Raumklima hervorzurufen. Und wer während des Vorgangs des sich Entleerens auf seine Vitalfunktion überprüfen möchte, der kann sich auf Wunsch auf Puls, Blutung und Durchsetzen. Damit bin ich auch schon am Ende. Also wenn ihr das nächste Mal auf dem Klo seid, dann stoppt die Zeit, aber macht das bitte nicht so in der kleinen Lehrerfreund hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten. Interessant, wie die japanischen Toiletten dann noch ein bisschen wieder einmal in einem Weltmaschinenvortrag denken lassen. Ja, gibt es Fragen? Alle Fragen zu Toiletten, das ist Ihnen geklärt. Ja, hast du denn mal herausgefunden, warum es diese unterschiedlichen Typen in den verschiedenen Ländern gibt? Da gibt es einen Vortrag von einer Theorie von Slavoj Žižek auch dazu, aber gibt es sozusagen aus der physikalischen Richtung Entwicklungen, die man so aufzeigen könnte? Das ist eine sehr interessante Frage, aber kann ich leider nicht beantworten. Aber was ich zum Beispiel herausgefunden habe während meinen Recherchen, es gibt tatsächlich unterschiedliche Normen für die USA und für Europa. Also beispielsweise das Abflussrohr ist laut DIN-Norm definiert in Europa als 9 cm Durchmesser, mindestens in den USA ist es 1 cm weniger. Also jetzt könnte man denken, dass die Leute aus den USA viel weniger aufs Klo müssen und deswegen sind sie vielleicht dicker. Interessante Theorie. Das. Hallo, eine Frage. Und zwar hat der Spülkasten, wenn ich recht entsinne, was ersparen Sie Qualität im Gegensatz zum Tuchspüler? Das ist richtig, weil du kannst beim Spülkasten, zumindest bei den neueren Spülkasten, jederzeit einfach auf Stopp wieder drücken. Beim Druckspüler, der spült erstmal. Und der spült so lange, wie es halt voreingestellt war, bis er wieder aufhört. Beim normalen Spüler, weil mich mehr interessiert, aber danke. Achso, hab ich die Frage weiter. Entschuldigung. Also bei normalen Spüler, einfachen Spülung. Was sozusagen? Was ist ökologischer? Also, hat er ja. Okay. Gibt es eine weitere Frage? Oder ist es weiter? Ah ja, Matthias, hier vorne. Sag mal kurz aus. Warte mal kurz. Ja, nur eine Frage. Du bist auf das Thema gekommen. Heißt das eigentlich mein Mikro? Also, ich höre es zumindest nicht. Okay. Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich war in den USA und wir sollten einen Vortrag halten in so einem Seminar, was ich hatte, über irgendein Thema. Also wirklich irgendein Thema. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wäre ja schon ganz interessant, wenn man mal guckt, Klo in den USA ist ganz anders als Klo in Deutschland. Woran liegt es, wo sind da die Unterschiede? Und da ist dann die Idee zu dem Vortrag geboren. Ich habe allerdings doch einen anderen Vortrag gehalten. Jetzt hatte ich aber hier an der Uni wieder so ein Seminar, wo es hieß, halte einfach irgendeinen Vortrag. Und da ist mir das wieder eingefallen, dass ich da irgendwas über Klospülung machen wollte. Und so ist dann der Vortrag entstanden.
Kampf gelaufen, da wird die Bedienung auch, die kostet glaube ich 200 Euro, wenn du dir die so kaufst, aber die Patente gehen dir aus, da kannst du dir einfach angucken. Und dann hatte ich mich da hingesetzt, die Frau hat ganz schön gepumpt, als ich gesagt habe, ich hätte die Bedienung über die so spielen. Da habe ich dann alles angeguckt und dann den Vortrag rausgemacht. Gibt es in der DIN-Norm sowas wie ein deutscher Normschiss und wie ist der definiert? Ich habe mir auf jeden Fall was draufgeschrieben. Ich habe im Internet habe ich ein Rezept dafür gefunden. So 100 Gramm Cornflakes, klein gemahlen, plus Ketchup, plus noch etwas anderes. Und das dann, ich habe leider kein Bild dabei, aber das ist auch so aus wie so eine 6 auf dem Würfel, also so 6 Dinge, die zusammen noch alle verbunden sind. Das ist der tatsächlich der DIN-Norm-Schiss. Ja, ich denke, zu dem Thema sind alle Fragen beantwortet. Vielen Dank. Thema habt, das ist mal ein Referatsthema, das ich schon mal gehalten habe.